Pokémon, Nintendo, Creatures Including und Game Freak Including. Game Freak presents. Pokémon. Willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Pokémon Platin. Ich drücke deswegen einfach schon mal auf Start. Das Intro können wir uns vielleicht eh ein bisschen sparen und so weiter. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ja, wir spielen Pokémon Platin. Und ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Nein, nicht wirklich. Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Ich habe doch Nein gesagt. Ich möchte keine weiteren Infos mehr. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja, das hätte ich schon gedacht im Spiel namens Pokémon. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Okay, das muss ich mit der Maus machen. Ich spiele das Ganze auf dem Emulator. Aber vorher drücke ich noch eine andere Taste und mache ein bisschen Magie. Oh, ja, hi! Ja, ich mache das Ganze mit einer Webcam. Und wir holen ein Schlappohr raus. Hui! Wir Menschen leben mit den Pokémon. Ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Ja, Opa, red schneller, ich will zocken. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Das ist sehr schön. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Also, ich soll über mich erzählen? Also, mein Name ist Dosch. Ich zocke hier heute Pokémon Platin und das Ganze in der absolut wundervoll und lieblich klingenden Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, ich bin momentan irgendwie so ein bisschen masochistisch, so. Ihr wisst, was ich meine, veranlagt und habe jetzt vor kurzem mit Nuzlocke mal angefangen, also Randomizer Nuzlocke. Und ich denke mal, es ist gutes Potenzial, um es auch mal aufzunehmen. Klar verrate ich auch meinen Namen, denn wie jeder Mann hier weiß und wie ich auch eben schon gesagt habe, heiße ich Dosch. So. Du bist also Dosch, habt ihr gerade eben gesagt. Sehr schön. Du bist also Dosch? Ey, wie oft willst du mich da noch fragen? Das ist aber mal ein schöner Name. Was stops at you? Was? Auf jeden Fall. Und dieser junge Mann hier? Ich glaube, das ist sein Freund. Nee, das ist nicht... Oh. Wie er wohl heißt? Das sind Namen immer übelst kacke. Ich weiß, wen ich nehme. C. R. A.
Nee, gut. Oh komm, mach mal doch richtig crazy. 2, 5. Na, 2, 5, 2 passt nicht. Dann müssen wir crazy, nur crazy machen. Schade. Ja. Ich werde gleich nochmal ganz kurz die Regeln erklären. Oder kann ich jetzt eigentlich mal anfangen? Wobei, jetzt geht's auf mit dem Geplänkel weiter. Crazy sagst du, so heißt dein Freund also. Ja. Nun doch, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Und wir schrumpfen. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Dieser Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Albe hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Albe, ihr Jubelstadt-TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. So, bevor wir irgendetwas hier machen... Oh, Tech-Speed auf 3. Und ich nehme den Raum. Die Welteinstellung übernehmen. Ja. So. Sind wir klar? Deswegen habe ich noch nicht angefangen zu reden. Da bist du ja. Hey Dosh, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Eibel ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also, muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab. Bestimmt. Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich denn geblieben? Oh ja, richtig. Also, wir gehen zu Professor Eibel und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Dosh. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Was für Strafe zahlen? So, hier war... Nee, genau, hier konnte man noch keinen Trank abheben. Ich meine, wir hatten in jedem Spiel mindestens einen einzigen Trank im Itemlager. Jetzt bin ich aber gar nicht sicher, ob es das Itemlager noch gibt. Weiß ich gerade gar nicht. Dosh. Crazy ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Ach ja, ihr könnt euch abschminken, dass ich das irgendwie so einer weiblichen Stimme oder so vorlese, denn, naja, meine Stimme in weiblich ist ein wenig hortenschlecht. Muss ich aber sagen. Also, jetzt einmal, Erklärung. Wir gehen mal ganz kurz raus. Dosh, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Pass auf dich auf, Liebling. Also, wir sind in Zweifeldorf. Was ist anders? Wir spielen Pokémon Platin, das ist jetzt bekannt. Und wir wollen... Das ist super, wenn ich das mit der Maus hier über OBS mache. Was natürlich nicht aufnimmt. Also hier so oben über mir, ne? Das sind die Orden dieser Region. Die würde ich alle haben. Dann gehen wir zur Top 4. Der haben wir auf die Fresse. Dann gehen wir zum Champ. Den hauen wir auch auf die Fresse und wir in der Chair. So viel zum Prinzip von Pokémon. Jetzt haben wir nur ein Problem. Das ist erstens Randomizer, zweitens Nuzlocke. Randomizer, alle Pokémon, die vorkommen, vom Starter-Pokémon, Trainer-Pokémon, wilde Pokémon, durchgemischt. Also normalerweise sind hier die Starter Panflam, Plinfa und Chirst. Und jetzt können wir einfach legendäre Pokémon oder was weiß ich noch alles kriegen. Achso, der ist ja noch. Hier, Dosh. Crazy hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Ja. So, also das ist durchgemischt. Die TMs habe ich durchgemischt. Was? Wie? Oh, hey, Dosh. Hey, ich gehe zur Professor Albe und du kommst mit. Beeil dich. Ah, hab was vergessen. So, die TMs sind durchgemischt. Dann Nuzlocke Challenge. Und dazu kommen wir jetzt zu meinen Regeln. Erstmal kurz. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey Dosh. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Okay. Ich glaube, das waren Poké-Dollar die Währung hier. Also. Wir dürfen
standardgemäß wie in jeder Nuzlocke-Challenge nur das erste Pokémon auf jeder Route fangen. Jedes Pokémon bekommt einen Spitznamen. Das wird für mich sogar richtig schwierig, weil ich das immer verkacke. Wenn ein Pokémon besiegt ist, gilt es als tot. Darf nicht mehr verwendet werden. Bist du langsam. Also gut, lass uns zu Professor Albers Labor gehen. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keinen Pokémon haben. Vertrau mir einfach, ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch hohes Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Gras zum nächsten rennen. Super Plan. Bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgemäher erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleib mir nicht auf den Fersen. So, los geht's. Auf die Plätze. Wartet! Ey, das ist doch Professor Ivo, oder? Ihr beide besitzt auch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Ja, jetzt sagst du nichts mehr, ne? Hey Josh, dieser Opi. Das ist Professor Ivo, habe ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun, was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Jo. Sicher, sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns noch tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nicht ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder Dosch? Jo. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Ich denke halt schau dann daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte eher ich auf den Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut. Ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet hatte. Wie dem auch sei. Ihr müsst mir versprechen, dass er euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So, wo habe ich nur... Oh, Professor Albe, Sie haben Ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie, du kommst genau richtig, Schlutzier. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit dem Pokémon. Und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Ich habe ein bisschen Angst. Hier und jetzt. Nur zu. Öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich? Professor Albe? Ich kann das kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch ringen kann. Deutsch, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Da kann ich ruhig in Zurückhaltung üben. Okay, was haben wir jetzt hier für Pokémon? Das ist ein Pokémon. In jedem davon findet sich ein Pokémon. Mekago? Anorid? Scaraborn. Boah. Da tendiere ich ganz ehrlich zu Mekago. Mekago ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Dann wähle ich dich. Ich nehme dieses hier. Freut mich nicht, wie das jetzt auf Englisch ist. Sehr gut. Ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in Sandgemäher aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Professor, warten Sie auf mich. Es tut mir leid, lasst mich bitte durch. Ich mag das hier nicht. Bin ich ehrlich. Was sagst du dazu? Professor Albe ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Ui. Da besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Nein! Ich wollte so etwas schon immer mal sagen können.
Die Zeit ist endlich gekommen. Deutsch, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Nein! Jetzt bin ich echt mal gespannt. Scheiße! Ja, das war noch ein Pokémon Trainer crazy. Natürlich! Lippomentas! Wenn das der Bodenattacke kann, bin ich am Arsch. Okay, Gerner, Smog, Blut, Steinwurf. Erstmal Gerner. Das ist mir scheißegal. Also, das Gute ist, eine Regel von mir. Die Nuzlocke fängt erst dann an, wenn die Pokebälle im Besitz sind. So. Heißen Klartext sollten wir jetzt in diesem Kampf draufgehen. Es ist nicht so, dass ich von vorne anfangen kann. Erst wenn wir den Pokémon haben, also die Pokebälle, fängt die Nuzlocke Challenge an. Die Pokémon sind zwar jetzt schon durchgemischt und so weiter, aber das ist mir egal. Es sollte ja wenigstens noch irgendwo ein bisschen fair sein, oder? Okay, es ist ein Nuzlocke, das ist gar nichts fair. Und ja, ich weiß, Mekago hat gerade noch keinen Spitznamen, aber weil wir noch keinen auswählen konnten. Ich glaube, die Spitznamen kommen erst, wenn wir ins Sandgame kommen. Aber es läuft gerade echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Und... ja, gewonnen. Ohne Schaden zu nehmen. GG. Erster Kampf gewonnen. 202 Erfahrung. Ui. Ui. Gleich für zwei Level-Ups? Nein, fast. Scheiße. Was sagst du da? Wir haben verloren? Ja, gib mir mal dein Geld. Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht. Und mein Pokémon braucht auch Ruhe. Später dann, Dosch. Ich werde hier mal ganz kurz ein Safe-State anlegen. Ah ja, und ganz kurz, bevor es heißt, der spielt jetzt nur für den Emulator, weil der selbst nicht hat und kein Geld ausgeben möchte. So. Ich habe das Spiel. Bloß, ich mache das hier rüber, damit ich eine Chance habe aufzunehmen. Also. Ha. Was ist denn los, Schatz? Du liebst ein bisschen. Das hast du alles erlebt? Du und Crazy kann von Glück reden, als ihr auf Pokémon Ivy getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Hier zu heiligen. Doch, ich denke, du sollst Professor Eiber einen Besuch abstatten. Er lebt doch im Sandgimmel, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, ich habe ja noch etwas für dich. Hier, Doch, zieh die an. Die Turbosräder! Aua. Die Turbosräder sind nämlich eines der geilsten Items im Spiel. Nach Sandgimmel zu gehen, ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Nein. Wobei, eine Randomizer-Challenge, ne? Mit diesen Turbotretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, stell dir vor, wie du sie verwendest. Halt dir den Weg von bla 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 bla. Na, das ist doch mehr als praktisch. Ja, wir können jetzt rennen. Und ich habe mir noch gar nicht angeschaut, mein Mekako. Also, man habe mich gar nicht angeschaut. Okay, oh, fast ein Level abbekommen. Wesen robust. Okay. Wir haben Super Dev. Spezialangriff basiert? Gut, Init ist es, ne? Flammkörper, das ist nice! Ja, gerne das Mog, Blut und Steinwurf. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier hin, spreche ich noch Crazy. Bist du langsam, doch ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Eiber und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst auch die Serie, an denen wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Hallo Nacht. Und nun denkt man nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich, zusammen kann es niemand was. Ja, dann rennen wir einmal zum See. Das machen wir noch fertig und dann beende ich die Folge für heute. Aha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es das auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Ja, natürlich, wenn da ein Schild geschrieben steht, dann kann es auch richtig sein. Was geht hier vor? Der Fluss der Zeit, der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen.
Lass mich durch, trete zur Seite. Was ist das für ein Typ? Was sollte denn das? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Josh. Schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Hui. Wow, hast du das gehört, Josh? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Wir fangen es ein. Warte mal. Was? Wir haben überhaupt nichts dabei. Wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen die Pokebälle. Du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir keine Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. Oh, Professor Eiber. Eiber uns welche gibt, wenn wir ihn ganz nett fragen? Du weißt doch noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei, okay, Dosch? Wir rennen um die Wette. Wer zuerst beim Professor in Sankt-Gemäß hat gewonnen. Ich würde sogar, ehrlich gesagt, noch einmal kurz gucken, was hier für Pokémon auftauchen. Ui. Montox, easy. Scheiße. Aber jetzt wissen wir schon mal, wo man Wasser am Flug-Pokémon herbekommt. Ich will wenigstens noch ein Level abhaben. Und trinke mal ganz kurz einen Schluck. Und wir erreichen Level 7. Schade, keine neue Attacke. Aber, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal so langsam Richtung Sandgemmel. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.